Herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zu einer neuen Folge. Wir spielen Dragon Ball Kakarot. So, haben gerade die Höllenspirale gesehen, zumindest in der letzten Folge. Jetzt geht's weiter. Und ich will euch so ein bisschen dieses Feeling von früher, kennt ihr das, wenn man sich ärgert, so die Folge ist gerade so mega spannend. Dann ist sie Ende und man muss einfach einen Tag warten. Ich setze einen drauf, bei mir muss man immer zwei Tage warten. Gut. Gucken wir rein, Freunde. Wie geht es wohl weiter? Oh, unglaublich. Ich kann doch nicht gegen solchen Abschau unterliegen. Das ist nicht... Also, du warst gerade... Unglaublich, dass Kakarot einfach so sein Leben wegwirft. Du Idiot, Son Goku wird nicht lange tot sein. Das kannst du mir glauben. Was? Wusstest du das nicht? Dieser Planet ist die Heimat der Dragon Balls. Sie gewähren Wünsche, absolut alle Wünsche, die man sich vorstellen kann. Man kann sogar jemanden wiederbeleben. Verdammt! Also, meine Kameraden werden sich freuen, das zu hören. Alles, was du gerade gesagt hast, wurde an sie übertragen. Auf die andere Seite des Universums. Wenn sie erst von meinem Tod erfahren haben, werden sie herkommen. Wie lange dauert... Wann kommen sie her? In einem Jahr. In genau einem Jahr. Verdammt, ein Jahr. Bis noch stärkere Krieger kommen? Ihr beide habt keine Chance gegen sie. Genießt das bisschen Zeit, das ihr noch habt. Muten Roshi, Krillin und die anderen treffen ein. Piccolo erzählt ihnen alles von Raditz Tod, den anderen Saiyajin und was Son Goku zugestoßen ist. Ich verstehe. Das wäre so ziemlich alles. Komm schon, Son Goku, mach weiter. So leicht kannst du nicht aufgeben. Krillin, weißt du, sterben ist viel schlimmer, als ich dachte. Ja, aber keine Sorge, wir werden dich ganz schnell zurückholen. Danke. Okay, diese Tonlage kriege ich nicht hin. Son Goku! Was zur... Er ist weg? Interessant. Ich wette, Gott hat etwas damit zu tun. Also, wenn Gott etwas damit zu tun hat, brauchen wir uns wohl keine Sorgen zu machen. Ihr müsst die Dragon Balls besorgen. Gott besitzt nicht die Macht, einen Toten wieder zu beleben. Und Son Gokus Sohn kommt erstmal mit mir. Was?
Das ist ein Scherz, oder? Was hast du mit ihm vor? Mit etwas Training und dem richtigen Lehrer könnte er wirklich stark werden. Wir müssen so stark wie möglich sein, bevor diese beiden Saiyajin in einem Jahr aufkreuzen. Deshalb ist es ein Versuch wert, dass ich diesen kleinen Rotzbengel trainiere. Sag Son Goku, wenn er wieder am Leben ist, dass er seinen Sohn in besserer Form zurückbekommen wird. Storybelohnung. Stoffpuppe, Meister Quitte, schicke Urne, Seidenschürze, heiliger Text der Kampfkunst. Ah, und EP natürlich. Aufstieg. In der Zwischenzeit. ラディッツめ、死におった。情け あんな役に立たんやつはもういらん。俺たちがこのまま年老いもせず永遠の命をってのはどうだ？永久的に戦闘を楽しめるぞ。なるほど。そりゃいいぜ。二人はドラゴンボールを使い永遠の命を手に入れるため 地球へ向けて飛び立つのであった。Ich spüre, ich dachte, der erste Planet ist Namek. Gerade zwar ein Saiyajin-Krieger von schrecklicher Stärke, doch dank dem aufopferungsvollen Handeln von Son Goku und Piccolo wurde er schließlich bezwungen. Doch leider waren Son Gokus Verletzungen zu schwer und so starb er gemeinsam mit Raditz. Ist ja nur ein kurzer Tod. Das gefährliche Saiyajin-Duo machte sich auf den Weg in Richtung Erde. Inzwischen gesellte sich Son Goku, der im Kampf gegen Raditz gestorben war, am Eingang zum Jenseits zu Gott. Oh. Und deshalb habe ich ihn in diesem Zustand hierher gebracht, um ihn weiter zu trainieren. Hüter der Erde, Gott. Und darum bitte ich dich in aller Bescheidenheit, Emma Dayo, ihm eine Audienz bei Meister Kaio zu gestatten. Naja, du willst also diese Seele, die sich auf dem Weg in den Himmel befindet, über den mörderischen 1 Million Kilometer langen Schlangenweg schicken, damit sie Meister Kaio treffen kann? Herrscher des Jenseits, Emma Dayo. In der Tat. Also gut, wenn du Meister Kaio sehen willst, dann solltest du aufbrechen. Ich sollte dich jedoch warnen, dass es in den letzten 100 Millionen Jahren niemand geschafft hat, bis auf mich natürlich. Was für eine krasse Reise. Ich sollte gleich aufbrechen. Übrigens, ist dir ein Typ namens Raditz vorbeigekommen? Ja, und natürlich haben wir ihm gleich einen Platz in der Hölle reserviert. Hat er einen guten Kampf geliefert? Auf jeden Fall, er ist nicht gerade lautlos abgetreten, aber ich habe das hinbekommen. Wow, da musst du aber ziemlich stark sein. Du wurdest also zusammen mit ihm losgeschickt? Ich bin der große Emma Dayo. Ich habe eine Position inne, die über dem des Wächters der Erde steht. Weißt du, was das bedeutet? Das bedeutet, dass du irre stark bist, oder? Anscheinend verstehst du nicht, was ich sage. Natürlich bin ich stark. Aber mir dient nicht nur meine Stärke. In dieser Art von Führungsposition braucht man Köpfchen. Was für eine Position? Also,
Damit du meine Arbeit besser verstehen kannst, habe ich ein kleines Quiz für dich. Oh, fuck. Naja, eigentlich bin ich ganz schön in Eile. Tja, wenn das deine Einstellung ist, musst du wohl auch Meister Kaio nicht sehen. Oh, was? Auf keinen Fall. Okay, okay. Ich mach bei dem Quiz mit. Warum hast du das nicht gleich gesagt? Aber egal, fangen wir an. Ich lasse dich durch, wenn du alle meine Fragen richtig beantworten kannst. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Wohin wurde Raditz geschickt? In die Hölle. Das stimmt. Er hat auf genügend Planeten Chaos angerichtet, um sich einen Platz in der Hölle zu verdienen. Tatsächlich ist er eines der größten Ärgernisse, mit denen wir jemals zu tun hatten. Genau. Nächste Frage. Wer ist stärker? Enmadayo. Richtig. Ich natürlich. Ich bin viel stärker. Stimmt's, Gott? Ja, Enmadayo. Du bist stärker. Genau. Nächste Frage. Über wen wird hier nach dem Tod gerichtet? Nur über Erdlinge? Über alle. Das stimmt. Egal woher sie stammen, jeder der stirbt, kommt hierher. Wie dein Bruder. Er war kein Erdling. Nächste Frage. Wie viele Fragen gibt's denn? Gibt es einen Weg, diejenigen zurückzuholen, die schon gestorben sind? Ja. Nicht schlecht, das ist richtig. Das macht man mit diesen nervigen Dragon Balls. Ich hasse die Dinger, als ob meine Arbeit überhaupt nicht von Bedeutung wäre. Wer hat diese verdammten Kugeln überhaupt hergestellt? Möchtest du das vielleicht mal erläutern, Gott? Enmadayo, ich... Wie dem auch sei, weiter im Programm. Welche Frage ist das? Ach du Scheiße. Wer ist stärker? Wo ist Raditz hin? Richtet er über alle? Kann man Tote wiederbeleben? Dann müsste die fünfte sein. Ah! Tut mir leid, aber das ist falsch. Hä? Was? Das ist die fünfte Frage, oder? Bin ich auch der Meinung. Wirklich? Eins, zwei, drei? Natürlich war sie das. Ich hab dich nur auf die Probe gestellt. Und du hast den Test bestanden. Das war also die wahre fünfte Frage. Und wieder mal streitet er alles ab. Das habe ich gehört, Gott. Vielleicht schicke ich dich in die Hölle, wenn deine Zeit gekommen ist. Bitte verzeiht mir, eure Hoheit. Junge, der hört ja höllisch gut. Hältst du dich etwa für einen Witzbold? Das reicht jetzt. Ich erlaube dir, Meister Kaio zu sehen. Wow, wirklich? Danke vielmals, Herr Enma. Sag nicht, dass du vergessen hast, mit wem du hier redest. Nein, nein, Herr Enmadayo, habe ich nicht. Schon viel besser. Wenn du Meister Kaio sehen willst, dann geh. Also hier trennen sich unsere Wege. Viel Glück, Sangoku. Danke, ich weiß zwar nicht so ganz, was mich erwartet, aber ich bin schon total aufgeregt, diesen Meister Kaio zu treffen. Du hast vorhin gesehen, Abzeichen erhalten. Achso, ich dachte, wir gucken uns hier noch eine Stunde an.
bevor es dann losgeht. Lalalala, lalalala. Aber das mit Piccolos Arm hat gefehlt, ne? Der wird ja noch abgeschossen eigentlich. Dass die erste Höllenspirale nur seine Rüstung beschädigt, hat auch gefehlt. Doch nicht so detailgetreu, das Spiel. Nein, ist schon sehr, 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 sehr gut. Bis jetzt. いい加減に目を覚ませ! 孫悟空の息子よ! ん?誰なの? いいか! 俺の話をよく聞け! まずお前の父は死んだ! 少しは覚えているだろう! あの男を倒すために犠牲になったのだ! ゴクーのやつは仲間がドラゴンボールを集めてきっと生き返らせるはずだ。しかし問題はそんなことではない。ラディッツはなんとか始末をしたが、1年後に奴よりもっと恐ろしい仲間が2人やってくるらしい。そうなったら孫悟空が生き返ったところで俺と奴だけではまるで勝ち目はない。お前の力が必要だ。 修行で戦術を身につけ、共にこの地球を守れ。切り札はご飯。St. Gohan's Crash Course im Überleben. 開始! そんな… 僕なんか… 全然戦えないよ! ガタガタ抜かすな! この俺が戦い方を叩き込んで、 最強の戦士にしてやる。わかったな? 修行って何をすればいいの? たった一人ここで無事に生き延びてみろ。6ヶ月経ってお前が無事に生き延びていたら戦い方を教えてやる。じゃあな。 Ah ja, der kann mit Sicherheit nicht fliegen, oder? Überlebenskünstler St. Gohan, suche in der Umgebung nach Nahrung. Nee, kann er nicht. Er kann nicht mal springen. Ist ja gut, wir suchen schon. Ich bin bei dir, mein Junge. Alles gut, kleiner Gohan. Ich passe auf dich auf. Anu Gakimi. Kleiner Mistbengel.
Wurde er etwa schon getötet? Piccolos Superangriff Spezialen Höllenspirale ist jetzt verfügbar. Wenn du in der Hauptstory vorankommst, erhältst du Zugriff auf neue Superangriffe. Egal, ob du sie durch die Story oder auf einem Trainingsgelände erworben hast, du musst sie in den Superangriffsauswahl festlegen, um sie zu benutzen. Sieh nach, wie es Gohan geht. Warte mal. Wo kann ich denn hier meine Dinger einstellen? Ich würde sagen, wir fliegen direkt mal rüber, ne? Zu Gohan. Zeitkugeln sind besondere Z-Kugeln. Wenn du sie sammelst, erscheinen in der Nähe für kurze Zeit mehrere Z-Kugeln. Es werden auch ein paar seltene Kugeln erscheinen, weshalb du beim Fliegen zum Beispiel eine Rolle oder einen Boost benutzen solltest, um sie so schnell wie möglich zu sammeln. Wie geht denn Rolle nochmal? Warte mal. Wie geht denn die Rolle nochmal? Ah. Tja, was zum Teufel sind das für Dinger? Der Junge hat wahrscheinlich gerade alle Hände voll zu tun. Ich muss mich wohl selbst um sie kümmern. Machen wir, Piccolo. Besiege alle Gegner in der Umgebung. Ach da. Das sind drei Stück. Welche Stufe haben die Guten? So. Da sind irgendwo die nächsten. Hey, die sind im Berg, oder was? Hä? Nee. Über mir. Natürlich über mir. Wo auch sonst? Ein bisschen komisch aus mit die Beine da so, ne? Scheiße. Weg mit dir. Ich muss meine Höllenspirale irgendwie reinpacken. Wie geht das aber? Warte. Charaktere. Piccolo. Superangriffsauswahl. Auf X. Wissen.
Wie geht das? Explosionswelle, Dämonenblitzhieb. Schnellfeuer-Kiewelle. Zack. So. Super Angriffsfähigkeitenbaum, was ist denn das? Ach du Scheiße! Wo bin ich hier? Ach, die habe ich. Okay. So, auf geht's. Wo sind die nächsten? Da sind die. Sakuma-Idiotin. Oh, ich wollte gleich direkt angreifen. Direkt ein auf für 12. Toll, ich wollte mal was versuchen und schon verkackt. So. Zerstückelt. So, geschafft. Also, dann schauen wir mal, wie es dem kleinen Hosenscheißer ergangen ist. Hoffentlich hat es ihn härter gemacht, ihn den Wölfen vorzuwerfen. Ah nein, du sollst hoch. Sieh nach, wie es Gohan geht. Ich habe Hunger. Ich habe so einen Hunger. Kleiner Rotzbengel. Wir sind immer noch nicht gut genug, um gegen die Saiyajin zu kämpfen. Seine verborgene Stärke ist unsere einzige Hoffnung. Na schön, dieses eine Mal komme ich ihm zur Hilfe. Sieht aus, als gäbe es hier nur Äpfel zu essen. Dann holen wir doch mal ein paar. So war das also im Film, deshalb gab es Äpfel. Weil es gab nur Äpfel. Ach da. Wo ist noch irgendwo einer? Gib's an Gohan Äpfel. Mach ich. San Goku geht auf dem Schlangenweg ins Jenseits und hofft, dort stärker zu werden, während Piccolo San Gohan trainiert und seine verborgene Kraft aktivieren will, indem er ihn in der Wildnis aussetzt.
Abenteuertipps. Sieh auf der Welt oder Bereichskarte nach, welche Gegenstände in einem Bereich zu finden sind. Mhm. Ich hasse es hier. Sonnenbretto. Oh, ich hab fast den Mond getroffen. Huch. Ach du Scheiße. Ich wusste, ich wollte gerade sagen, der hat doch nicht vor, auf mich drauf zu springen, oder? Oh, er ist gleich hin. Jawohl.変身するとな、サイヤ人の力。変身するには満月と尻尾が必要らしいな。尻尾も取ってしまうか。服と剣ぐらいはサービスしてやるか。俺は自分の修行をせねばならん。もう行くぞ。貴様が6ヶ月の間、ここで無事生き延びることができたなら、このピッコロ様直々に地獄の特訓をしてやろう。 Piccolo gegen San Gohan. Ja? Tja, wie im Film, ne? Kann er nicht so viel zu sagen, man weiß ja eigentlich, was kommt. Also der Dragon Ball Z kennt, und ich kenne Dragon Ball Z, ich will mal behaupten, so als hätte ich es selber erfunden. Ah, Son Goku geht auf den Platz, hatten wir schon. Aber die Grafik, Monster. Ich habe wirklich schon Unmengen an Geld ausgegeben für Dragon Ball Spiele.
Aber das macht mal wieder richtig Spaß. Die letzten waren, wie gesagt, okay, aber ja, ich habe sie nicht zu 100% gefühlt. Piccolo überlässt Sango an sich selbst und einige Monate vergehen. Ich habe solchen Hunger. Wenn ich nur Obst esse, kriege ich später Hunger. Oh, ich hätte jetzt echt Lust auf Fleisch. Hm? Das riecht aber gut. Du kannst jetzt nicht fliegen. Aber wo kriege ich denn jetzt Fleisch her? Ja, das könntest du tun. Und das werden wir wahrscheinlich auch tun in der nächsten Folge. Danke fürs Zusehen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, ciao, ciao.